Also ich bin total glücklich darüber, dass ich mittlerweile einen Verein habe, zu dem ich wirklich auch einen emotionalen Bezug habe. Ich muss sagen, ich traue der Eintracht irgendwie alles zu. Hi, ich bin Laura Freigang und das sind meine Retro-Styles. Ich finde Retro-Looks grundsätzlich mega cool. Ich gehe auch total gerne Vintage-Shoppen, Secondhand-Shoppen. Auch was Trikots angeht, finde ich, es ist irgendwie ein Teil der Mode auch auf eine Art, gerade wenn man aus dem Sport kommt. Und war auch schon zum Beispiel in London, da ist ein riesiger Store nur mit Retro-Trikots. Und der einzige Grund, warum ich mir keins geholt habe, war, weil ich kein Geld dabei hatte. Da habe ich mich sehr geärgert, aber grundsätzlich finde ich es richtig cool und kooperiere die auch manchmal in meinen Looks. Es gab natürlich mal eine Phase, glaube ich, da hat man sich mehr den Kopf drüber zerbrochen, was die anderen denken. Aber ich glaube, und ich bin sehr froh darüber, dass ich das Gefühl habe, mittlerweile trage ich einfach, worauf ich Lust habe. Ich habe da sehr viel Spaß dran und es ist einfach eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Ich glaube, meine Eltern haben relativ früh gemerkt, dass ich mir da nicht so reinreden lasse, weil ich auch schon als kleineres Mädchen ich jetzt die klassischen Mädchensachen getragen habe. Also mit Kleidern konnte man da gar nicht kommen. Ich weiß immer, Hochzeiten, das waren die einzigen Events, wo es wirklich Diskussionen gab. Weil da wollte man, dass ich schick aussehe und ich habe mich einfach geweigert oder die erste Gelegenheit genommen, um wieder eine Fußballhose anzuziehen, die es gab. Insofern wurde mir da aber schon im Großen und Ganzen sehr viel Freiheit gelassen. Wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir so, okay, da hätten sie mir auch manchmal reinreden können, aber trotzdem bin ich dankbar dafür, ja. Boah, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber wir hatten irgendwann im Gymnasium hatten wir mal so eine Phase, ich weiß nicht wieso, da hatten wir so ganz enge T-Shirts an und dann haben wir uns wie so einen Schnürsenkel so hier drum gebunden, festgeknotet und das war dann ein Accessoire. Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß nicht, warum ich da mitgemacht habe. Tatsächlich ist das ganze, die ganze Designsache macht mir sehr viel Spaß und auch so im Modebereich und die Schnittstelle, da habe ich schon viel auch rumprobiert. Also manchmal sitze ich auch am Laptop und male einfach Designs oder am iPad und stelle mir vor, wie das dann aussehen könnte oder packe es auch mal probeweise auf ein T-Shirt. Tatsächlich mache ich auch ganz gerne als so Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk für Freunde. Mache ich einfach irgendwie ein witziges Design mit einem Bezug und schenke das dann. Ich hoffe, das gefällt meistens. Aber da habe ich schon einiges ein bisschen rumprobiert, noch nichts, aber so im professionellen Bereich. Ist eine Spielerei bis jetzt. Wenn es mal eine Laura Freigang-Kollektion gibt, welches Teil fehlt dann auf keinen Fall? Also ein Basic-T-Shirt muss immer dabei sein, das am besten gut sitzt. Und wenn es dann noch ein cooles Design drauf hat, finde ich es immer super. So Laura, jetzt geht's um Trikots. Was war denn das erste Trikot, an das du dich erinnern kannst aus deiner Kindheit? Aus irgendeinem Grund bin ich auf den Bayern-Trend mit aufgesprungen und mein erstes Trikot war tatsächlich ein Bayern-Trikot. Aber da war ich richtig stolz drauf, weil ich hatte die ganze Montur von oben bis unten, das war was Besonderes. Es muss so 2002, 2003 gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, Roy Makaay hat es auf jeden Fall getragen, das weiß ich noch. Aber ich hatte nicht die Nummer hinten drauf. Mittlerweile ist meine Trikotsammlung tatsächlich größer, weil ich auch viel getauscht habe mit befreundeten Spielerinnen und so weiter. Aber ich war nie so die alle Trikots in allen Mannschaften hatte. Also da weiß ich noch, die Jungs damals in meinem Verein, die waren alle ausgestattet. Wir haben damals ja auch noch in normalen Trikots trainiert. Und am besten waren dann immer die in der Türkei Urlaub gemacht haben. Die hatten dann immer ganz viele dabei. Aber ich hatte eigentlich immer nur eins, was ich mindestens zweimal die Woche getragen habe. Und das war mein Brasilien-Trikot. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Jahr es war. Auf jeden Fall, das war mit Abstand mein Lieblingstrikot. Das habe ich dauernd angehabt. Ich glaube, da würde ich schon sagen, dass das Trikot mit dem meisten Wert tatsächlich in dem Fall mein eigenes ist. Aber aus dem EM-Finale jetzt in England habe ich mir eins behalten, mit der Beflockung halt auch vorne drauf, weil das bis jetzt schon das größte Sportereignis war, an dem ich so direkt beteiligt war. Und das bewahre ich mir auf jeden Fall auf. Also der Aufbewahrungsort ist tatsächlich gar nicht so fancy. Also die sind tatsächlich bei mir unterm Bett, einfach in der Kiste. Aber ich muss noch ein bisschen Stauraum schaffen in meiner Wohnung. Das heißt, die werden hoffentlich noch einen schöneren Platz finden. Ich finde unglaublich, dass Marta immer noch spielt. Und falls ich nochmal die Gelegenheit bekomme, gegen sie zu spielen, und gerade auch, weil ich ja die Brasilien-Trikots einfach auch von den Farben her toll finde, ich habe ja auch über Gelb gesprochen, wenn ich irgendwann nochmal die Möglichkeit hätte, mit Marta ein Trikot zu tauschen, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Aber was ich tatsächlich auch so aus dem Modeaspekt relativ cool finde, sind so die Retro-Real Madrid-Trikots, die klassischen, die weißen, vielleicht auch Langarm, dann kann man die zu allem kombinieren. Da würde ich tatsächlich nochmal auch in die Tasche greifen für vielleicht in der Zukunft. Also ich meine, die Retro-Eintracht-Trikots sind einfach schön. Ich finde die Farben auch toll, einfach weiß, schwarz und rot, sehr simpel. Und dann sind es natürlich, klar,
die Deutschland-Trikots, gerade vom Sommermärchen. Auch wenn ich noch relativ jung war, war das natürlich ein Riesenereignis damals. Also das Sommermärchen, ich glaube, egal wo man da gerade war, das hat man mitbekommen und diesen Spirit mitbekommen. Deswegen ja umso schade sozusagen, dass das nicht im Erfolg geendet ist. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich zum Fußball gekommen bin, weil ich, soweit ich zurückdenken kann, immer gespielt habe. Und ich wollte das unbedingt. Ich hatte jetzt keine großen Brüder, die gespielt haben oder so. Meine Familie war keine Fußballfamilie in dem Sinne, sondern es war einfach meine Überzeugung und seitdem mache ich es irgendwie. Um ehrlich zu sein, gab es nie so einen Moment, der mich dann irgendwie gepackt hat. Also, weil ich, glaube ich, schon im Kindergarten und dann in der Grundschule mit den Jungs immer schon gekickt habe, ohne dass ich jetzt groß bei einem Fußballspiel mal vor Ort war oder so, sondern es war einfach, ich glaube, das Spiel an sich, was mich irgendwie so mitgerissen hat. Deswegen, glaube ich, bin ich auch so lange noch dabei geblieben, weil es mir so viel Spaß macht. Also ich hatte nie so wirklich Poster von einem bestimmten Spieler bei mir im Zimmer hängen oder so. Das ist irgendwie mir vorbeigegangen und dadurch, dass wir auch nie im Stadion waren mit meiner Familie oder so, hatte ich nicht so diesen Vereins- oder Spielerbezug. Aber ich muss sagen, als Messi dann irgendwann groß wurde und davor Ronaldinho auch, gerade als die beiden noch zusammengespielt haben, das war eine Phase, da kann ich mich sehr gut daran erinnern, wie ich Barcelona einfach so toll fand. Da habe ich mir echt häufig dann noch YouTube-Highlights dann angeguckt, als es dann YouTube gab und so weiter. Das hat mich schon sehr begeistert, was die mit dem Ball konnten. Du hast ein Autogramm von Lina Magul zu Hause hängen, weil du von der Fan bist. Das ist tatsächlich, ich glaube, gleichermaßen lustig und auch ein bisschen peinlich für mich, weil ich tatsächlich Fan von Lina Magul war, bevor wir uns wirklich gut kannten. Aber jetzt nicht so im klassischen Sinne, sondern ich habe mich immer ein bisschen schwer getan mit so Idolen. Weil ich finde, meistens sind die dann doch sehr weit weg. Also in sportlicher Hinsicht auf jeden Fall, aber so menschlich kennt man die Leute ja selten. Und Lina war so eine der Personen, die ich fußballerisch einfach total bewundert habe, die ich dann aber auch ja, kennenlernen durfte und auch einfach als Person mega cool fand. Deswegen habe ich dann aus Spaß immer gesagt, ich bin Fan von Lina Magul. Und mittlerweile sind wir ja gut befreundet, deswegen kann man drüber lachen, aber das war, so hat das alles angefangen. Die Nationalmannschaft spielt mittlerweile bei mir schon eine große Rolle, allein schon, weil ich alle 5 Wochen da bin für 10 Tage. Also wenn ich so überlege, wie viel Zeit meines Lebens ich bei der Nationalmannschaft verbringe, ist es mittlerweile schon einige. Aber ich muss auch sagen, dass einfach die Menschen, die ich über die Nationalmannschaft kennenlernen durfte, Erlebnisse, die man jetzt ja auch zusammen hat, wie es eine Europameisterschaft eben ist, ist schon was ganz Besonderes. Und das werde ich für immer mit mir tragen. Und das ist auch keine Floske, sondern es ist wirklich so. Gerade so Turniere, das sind ganz besondere Momente, die kann man auch gar nicht immer so in Worte fassen, was da wirklich passiert. Aber es schweißt einen auf jeden Fall tief zusammen. Tatsächlich, glaube ich, ist so mit einer der prägendsten Momente auf jeden Fall der dann, als wir auf den Römer zurückkamen, also nach der Europameisterschaft tatsächlich. Weil da ja wirklich dann auch der Moment war, wo wir so ein bisschen realisiert haben, was auch in Deutschland in der Zeit so ein bisschen passiert ist. Unabhängig vom sportlichen Erfolg hatten wir uns ja vorher alle gewünscht, dass vor allem auch das Turnier dem Frauenfußball als Ganzes irgendwie was bringt, den Frauenfußball voranbringt und das Ansehen vielleicht auch ein bisschen erhöht. Das ist immer so eine schwierige Balance zwischen, wo wir hin möchten und was wir uns wünschen und aber auch dem, was total gut daran ist, wie es gerade ist. Also wir versuchen natürlich zu wachsen und Leute zu begeistern, aber ich finde auch die Tatsache, dass wir noch nicht so riesig sind, hat viele Vorteile, so für uns, aber auch für die Fans. Also wir wollen uns so dieses echte, nahbare, glaube ich, auf jeden Fall erhalten bei all dem Erfolg, den wir uns ja auch für die Zukunft wünschen. Für mich persönlich ist einfach so, ich freue mich, dass ich das beruflich machen kann, dass ich mir um nichts anderes im Moment mehr Sorgen machen muss, außer um den Fußball. Das ist das, was ich mir wünsche für meine Fußballkarriere. Also ich meine, wir haben hier natürlich einige Frankfurt-Trikots dabei. Ich muss sagen, ich hatte nicht so die Verbindung zu Frankfurt, bevor ich hierher gekommen bin. Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich aber eine feste Bindung zu Eintracht. Also spätestens auch seit der Fusion sind wir jetzt Teil des Vereins. Und ich durfte auch schon einige Legenden kennenlernen, zum Beispiel den Charlie Körbel. Ich weiß gar nicht, wie viele 100 Spiele der für den Verein gemacht hat. Also das sind natürlich dann so Spiele, an die ich denken muss, wenn ich die Retro-Trikots sehe. Gerade macht es, finde ich, Kolo vorne drin auch echt richtig gut. Ich hoffe, den können wir ein bisschen halten, weil das Stürmer-Thema ist bei der Eintracht ja so eine Sache. Sie sind immer da und dann sind sie wieder weg. Vielleicht schaffen wir es ja ein bisschen länger mal einzuhalten. Aber es war eine verrückte Entwicklung, die er da genommen hat. Ich glaube, vom Nachnominierung aus Japan zur WM und dann bis ins Finale, natürlich krass. Mir sind Nummern gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Aber die 10 mittlerweile mag ich sehr, sehr gerne, weil es auch wirklich einfach meine Position ist. 1:1, ich spiele die 10 am allerliebsten, da bin ich
im Sturm beteiligt, kann aber auch ins Mittelfeld und habe so ein bisschen die Freiheit, auch das zu machen, worauf ich Lust habe. Das gefällt mir sehr gut. Trage sie im Verein ja jetzt schon lange und auch in der Nationalmannschaft. Früher hatte ich immer die 8, da war ich noch ein bisschen mehr Mittelfeld bei den Jungs noch damals. Das heißt, an die beiden Nummern habe ich schon ein bisschen so sentimentale Gefühle. Ansonsten bin ich relativ offen eigentlich. Und tatsächlich musste ich zweimal schlucken und überlegen, als ich damals zum FFC kam und dann war die 10 noch frei. Und ansonsten nicht mehr so viele Nummern. Da dachte ich so, boah, tue ich mir das wirklich an? Vor allem Marujan hat die ja getragen lange beim FFC. Und ich muss sagen, die ersten 2 Jahre dachte ich noch so, boah, habe ich mir da zu viel vorgenommen, mir wirklich die 10 rauszunehmen. Das ist auch ein gewisser Druck, finde ich. Also ich finde, der Nummer will man dann ja auch ein bisschen gerecht werden. Aber mittlerweile, ich durfte dann ja die erste Spielerin sein, die bei Eintracht Frankfurt Frauen die 10 trägt. Das ist dann irgendwie was Besonderes. Dann freue ich mich, dass ich die Nummer habe. Ich entscheide mich dann für das hier, klassisch schwarz-rot. Und dazu finde ich, passt am besten dann noch eine klassische schwarze Hose. Die nehme ich mir einmal mit. Und wer mich kennt, weiß, ich bin großer Fan von Sonnenbrillen auch. Tada! Oh, das habe ich mir irgendwie smoother vorgestellt. Also ich bin total glücklich darüber, dass ich mittlerweile einen Verein habe, zu dem ich wirklich auch einen emotionalen Bezug habe. Das habe ich mir nämlich immer gewünscht, aber hatte ich nie. Und jetzt mittlerweile, wo ich jetzt 5 Jahre in Frankfurt lebe, auch die Eintracht kennenlernen durfte, die Stadt kennenlernen durfte, für den Verein spielen durfte, muss ich sagen, ist mein Bezug schon sehr groß. Und gerade auch die Reisen nach Sevilla und Barcelona, die wir auch mitmachen durften sozusagen, war natürlich super, um noch mehr Bindung zum Verein auch aufzubauen. Sevilla war definitiv die alleraufregendste und auch die alleranstrengendste Reise, die ich glaube ich sowieso jemals gemacht habe, weil wir da gerade in der Woche vorher die Qualifikation für die Champions League Quali geschafft hatten, also Platz 3. Das haben wir natürlich gefeiert und dann ging einen Tag später der Flug nach Sevilla. Da haben wir dann schon vorgefeiert und dann haben wir natürlich den Sieg noch gefeiert. Also ich muss sagen, nach der Woche war ich wirklich müde, aber das war unglaublich. Also ich glaube, ich durfte auch einmal kurz aus dem Pokal trinken. Das kann ja auch nicht jeder sagen. Ich habe mir fast einen Zahn ausgeschlagen, aber es war toll. Ich denke, das sind Erlebnisse, die wird man auch nicht vergessen. Ich glaube, das Coolste am Stadion sind tatsächlich die Fans, die drin sind. Also die Kurve ist schon was Besonderes. Ich weiß auch noch, das erste Mal, als ich Euroleague geguckt habe im Stadion, war ich total beeindruckt davon, was da abgeht, weil ich das natürlich auch nur gehört habe, aber noch nicht so richtig kannte. Und die Fan-Choreos, auch die Anzahl der Pyros, die tatsächlich auch immer wieder gezündet werden, das ist schon was verrückt, was da alles passiert. Und ich glaube, wenn man da auf dem Platz steht und das miterlebt, ist was ganz Besonderes. Ich muss sagen, ich traue der Eintracht irgendwie alles zu. Gerade international ist es ja verrückt, was da auf die Beine gestellt wird. Ich glaube, letzte Saison hätte den Europapokal Eintracht Frankfurt auch nicht viele zugetraut vor der Saison. Deswegen Champions League, das ist ja dann irgendwie nochmal eine Stufe drüber. Ich glaube, da können Kräfte freigesetzt werden, die sich niemand vorstellen kann. Deswegen will ich mich darauf gar nichts festlegen und hoffe auf das Beste. Hast du denn gedacht, dass die Eintracht es bis ins Achtelfinale schafft in der Champions League? Sei mal ganz ehrlich. Ich habe es ihnen zugetraut. Und ich habe es auch vorher sogar getippt, dass sie es schaffen. War dann aber tatsächlich auch beeindruckt, als es dann so weit gekommen ist. Man hofft ja immer. Aber wie gesagt, ich traue der Eintracht alles zu international. Jetzt hängen da ja auch Trikots von Neapel. Ist dir schon aufgefallen? Habe ich schon gesehen, ja. Das Blau ist ja natürlich jetzt nicht so typisch Eintracht, deswegen ist natürlich mein Blick gefangen. Und das Weiße, ich meine, Neapel hat schöne Trikots, so viel lasse ich denen. Auch das Weiße ist echt cool. Also Baumwolle, sehr cool, würde ich jetzt heutzutage jetzt nicht unbedingt im Spiel tragen, aber für Modezwecke definitiv geeignet. Und hinten die Zehen, Diego Maradona, weiß ich natürlich. Nee, sehr cool, auf jeden Fall eine Legende. Habe nicht mehr so viel von ihm jetzt live gesehen natürlich, ein bisschen vor meiner Zeit, aber mitbekommen natürlich alles, Videos gesehen. Eintracht Neapel wird, glaube ich, ein Fest für jeden Fußballfan. Also ich glaube, das ist eine super coole Begegnung von zwei sehr traditionsreichen Clubs. Und ich glaube, beide Mannschaften spielen einen tollen Fußball. Ich glaube, es wird viel hin und her gehen, aber ich hoffe natürlich, am Ende geht es für die Eintracht positiv aus. Einfach wird es auf gar keinen Fall, so viel steht fest. Ich glaube, Heimspiele sind sowieso immer so eine Sache. Da sind wir, glaube ich, sehr, sehr schwer zu schlagen. Und auswärts haben wir es aber oft geschafft. Deswegen denke ich, das wird reichen am Ende. Also grundsätzlich finde ich das Ausland schon reizvoll. Aber ich muss sagen, gerade jetzt, wo auch die Entwicklung vom Frauenfußball in Deutschland so groß ist, würde ich mich da gerne weiterhin daran beteiligen. Also erstens
habe ich überhaupt keine Bedürfnis davon, aus Frankfurt wegzugehen, das sage ich auch ganz ehrlich. Und zweitens mag ich es auch, in Deutschland zu sein gerade. Ich war ja schon mal im Ausland, ich habe auch schon mal erlebt, wie es in anderen Ländern ist und weiß seitdem auch, meine Heimat viel mehr zu schätzen. Deswegen aktuell geht es mir sehr gut hier. Vertrauen ist immer super tricky. Ich glaube, wenn es eine einfache Lösung gäbe dann, und ich die hätte, würde ich sie nonstop anwenden. Ich glaube, das ist auch immer typbedingt. Manche Spieler oder Spielerinnen sind es, andere müssen da hart dran arbeiten. Ich glaube, gerade für Stürmer ist das Klassiker natürlich, wenn man einfach mal trifft. So der klassische Knotenplatzer, das stimmt wirklich. Manchmal braucht es einfach mal ein Tor und dann legt man los. Ich glaube aber auch, dass das was ist, wo man aktiv auch selbst ein bisschen rangehen kann. Also das habe ich in der Vergangenheit gemacht, wenn ich gemerkt habe, oh, gerade läuft es nicht so, dass man sich ein bisschen zusammenrauft, vielleicht auch seine zwei, drei Strategien hat oder ja, so eine Routine vielleicht auch vorm Spiel, die kann auch helfen. Aber es ist natürlich dann immer viel, was zusammenkommt. Also ich denke, Eintracht Frankfurt kommt safe ins Viertelfinale, weil das beste Stadion, die besten Fans und am Ende des Tages dann hoffentlich auch den besseren Fußball. Alle das Spiel schauen, Eintracht Frankfurt gegen Neapel bei Prime Video. Das war meine Retro-Styles. Bis dann.